Jo, liebe Freunde, willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel Leben, Lieben, Leiden. Heute mit der lang erwarteten dritten Folge zum Opium, zu meinem Opiumkonsum, der ja schon auch einige Jahre her ist. Es hat ein halbes Jahr gedauert, bis ich diese neue Folge gemacht habe. Ich weiß gar nicht warum. Also es war sicherlich auch Faulheit ein bisschen. Und es war auch sonst viel auf YouTube los. Ich habe mir jetzt die letzte Folge von der Opiumreihe nochmal angeschaut und da waren wir ja stehen geblieben, wie Opium halt im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurde, da das Morphin heraus entwickelt wurde und somit auch ja, stärkste Schmerzen bekämpft werden konnten auf dem Schlachtfeld im Lazarett. Und habe auch schon ein bisschen angeteasert, wie so mein Opium-Einstieg war, also mit welcher Person ich das eigentlich verbinde. Ich nenne ihn mal Alex. Alex ist ein Iraner, den habe ich ja vor über 10 Jahren kennengelernt. Das war ja so, dass ich 2007 aus der Crystal Meth Sucht ausgestiegen bin, dann ein Jahr clean war. Das war noch in meinem Studium, muss man sagen. Und dann innerhalb des Studiums, habe damals ehrenamtlich auch in der Flüchtlingshilfe gearbeitet, habe dann während des Studiums einen Iraner kennengelernt, auch viele Afghanen. Und mit Alex, der schon etwas älter war, der war damals über 50, habe ich mich sehr angefreundet, war einfach ein cooler Typ und wusste am Anfang halt überhaupt nicht, dass er auch Opiumkonsument ist. Ja. Wir haben ein Jahr so abgehangen, war auch öfter bei ihm, habe sein Internet damals eingerichtet, das weiß ich noch, das war so die erste Begegnung. Und erinnere mich auch noch, dass ich damals in das Büro der Flüchtlingshilfe gekommen bin und Alex saß da schon am Schreibtisch und als ich reinkam, stand der halt so auf, so als Respektbezeugung. Das hat mir damals schon sehr imponiert. Also wie gesagt, für Iraner schlägt sowieso mein Herz, ist ein ganz feiner Schlag von Menschen, muss man mal sagen. Nun ja, kurzum, ich habe Alex damals auch von meiner Crystal Meth Sucht erzählt und meinen ganzen Drogenerfahrungen, hat immer eigentlich sehr aufmerksam zugehört, bis er mich dann eines Tages fragte, ob ich den Opium kenne. Und ich sage, Opium, klar, kenne ich irgendwoher. Also kenne ich vom Hörensagen. Ich kenne natürlich Heroin, habe damals vor Jahren 3-mal Heroin gezogen durch die Nase. Hat mich damals überhaupt nicht abgeholt, weil damals war ich noch voll auf den Kickdrogen, also Crystal und Koks. Und Heroin war damals für mich komplett uninteressant und konnte mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie Leute sich so angetriggert fühlen von dem Stoff. Ja. Nun gut, also Crystal-Sucht hatte ich überwinden 2007, hatte auch so eine gewisse Arroganz, ich habe halt eine starke Drogensucht überwunden und mir kann nichts passieren. Und wie gesagt, dann so nach einem Jahr mit Alex kam es halt zu diesen Opiumgesprächen. Und konnte mir, also er fragte mich halt eines Tages, ob ich auch mal Opium probieren möchte. Ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, wie man Opium konsumiert, beziehungsweise wie Opium wirkt. Man muss auch sagen, dass die Literatur, also so die deutschsprachigen Seiten, die sich auch mit Drogen beschäftigen, auch mit Drogenerfahrungen, findet man wenig über Opium. Das muss man einfach sagen. Es ist eine absolut exotische Droge hier in unserem Landstrich. Also man kommt auch heute, denke ich mir, als normaler Deutscher eigentlich fast überhaupt nicht an Opium ran. Und wir reden hier vom originalen Rauchopium. Also wir reden von dem Milchsaft, der von der eingeritzten Schlafmondkapsel so abgekratzt wird. Und dann getrocknet wird, dann wird das Ganze geknetet, wird noch mit Tee irgendwie fermentiert und dann hat man diese riesen Klumpen Opium, kann ich hier vielleicht auch mal einblenden, damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie Opium so aussieht. Da gibt es ja starke Bilder aus dem Iran, wenn da richtige riesen Opiumblöcke konfisziert werden, das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich weiß noch, das war eine Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, als ich da zu Alex ging, das 2008, 2009, ich weiß es gar nicht mehr. Und weiß noch, dass ich mit der S-Bahn zu ihm gefahren bin und hatte halt überhaupt keine Vorstellung, wie wird dieses Opium konsumiert. Ich kam zu Alex und das hatte ich ja schon in der letzten Folge, die nunmehr ein halbes Jahr her ist, schon ein bisschen erwähnt. Also mein erster Opiumkonsum war sehr
Ja, wie soll man sagen, sehr ritualisiert. Also ich kam zu Alex in die Wohnung und hatte einen Tisch halt aufgebaut gehabt. Es gab Datteln, es gab Tee, es gab diesen Safranzucker. Vielleicht kennt den jemand, das sind so gelbe, ja, Zuckerblöcke, wo Safran drin ist. Und wie gesagt, auch schon dieses Glas mit Petroleum drin, wo so ein Docht reingebaut war. Das hat Alex selber gebaut gehabt. Und da brannte halt so eine kleine blaue Flamme. Und das ist ganz wichtig, also auch für die späteren Folgen, die ich dann noch machen werde, weil Opium wird geraucht, indem man ein Metallstück, also meist ein Draht, ich habe dann später eine Fahrradspeiche genommen, ja, zum Glühen bringt. Wie ich das später gemacht habe, ich habe mir nämlich nicht so ein Glas gebaut, sondern habe das anders gemacht, das erzähle ich in der nächsten Folge. Um diesen Draht glühen zu bekommen, ohne dass der halt rußt, ohne dass Ruß an diesen Draht kommt, braucht man halt diese blaue Flamme. Kann man auch mit so einem Jetflame-Feuerzeug dann machen. So habe ich es später auch gemacht, ja. Na gut, also ich hatte mich ein bisschen belesen, aber wie gesagt, es gibt jetzt nicht wirklich viele Aussagen zur Wirkung von Opium und ich meine, Wikipedia-Artikel kann man jetzt auch nicht viel rausziehen und auch auf irgendwelchen Drogenforen war da auch wirklich wenig zu finden. Wie gesagt, das ist eine Droge, die völlig exotisch ist. Nun gut, also ich kam zu Alex, wir haben uns da an den Tisch gesetzt. Er hatte halt schon so einen Klumpen abgemacht vom Opium und hat den auf so eine, er hat immer eine Büroklammer genommen, habe ich später auch gemacht, Büroklammer so auseinandergebogen und dann dieses Opium draufgesteckt. Diesen Klumpen Opium wird 0,2 Gramm gewesen sein. Und dann wird das mit dem Feuerzeug so ein bisschen erhitzt, dieses Opium, und dann bläht das so auf, sieht aus wie so ein kleines Kissen dann. Naja, und dann wird dieser Draht glühend gemacht und er hatte halt so aus Papier solche, ja, wie ein Strohhalm gebastelt. Und dann habe ich, also hat er diesen Draht glühend gemacht, hat das Opium mit der Büroklammer hier an der linken Hand gehabt und ich hatte diesen Strohhalm aus Papier im Mund und er ist mit diesem Draht dann an dieses Opium und wenn man diesen glühenden Draht sachte auf dieses kleine Opiumkissen packt, vorsichtig, verdampft das halt, ja. Und ich habe diesen Dampf dann reingezogen. Also es war, wenn ich mich jetzt daran erinnere, eigentlich ziemlich krass, denn ich habe bestimmt an diesem ersten Mal 1 bis 1,5 Gramm geraucht, weil ich eben am Anfang überhaupt nichts gespürt habe. Und das ist auch, wenn man später auf die Wirkung von Opium eingehen, auch völlig verständlich. Wie gesagt, ich hatte jahrelang Crystal und Koks gezogen. Wenn man sich halt Crystal und Koks in die Nase pfeift, dann scheppert das halt sofort rein. Also man merkt das ja sofort. Boom, Line Crystal rein, flutet sofort an. Beim Opium, du rauchst und rauchst und es riecht auch immens gut, muss man sagen. Es riecht nach Blumen, es riecht sehr fruchtig. Und ja, habe halt geraucht, geraucht und halt nichts gemerkt so wirklich, ja. Und so nach einer halben Stunde oder Stunde Rauchens, Tee trinken, Datteln essen, merkte ich dann so langsam, dass ich echt doch ein bisschen dizzy wurde, ja. Also ihr kennt das vielleicht, wenn man eine Droge das erste Mal probiert, weiß das Gehirn erstmal gar nicht, wie sie das Gefühl einordnen soll. Also es gibt halt kein Suchtgedächtnis, es ist eine ganz neue Wirkung und man kann das vom Gehirn und auch vom Körper her erstmal gar nicht einordnen. Nun gut, nach einer Stunde, ja, Fett-Opium-Rauchen fühlte ich mich irgendwo dann, ja, unwohl. Also ich merkte irgendwie, es flutet an und ich wurde auch ein bisschen dizzy, mein Blutkreislauf ging nach oben, also ich hatte eine echt starke Herzfrequenz. Und weiß noch, dass ich dann irgendwie sehr, ja, aufbruchsmäßig gesagt habe, ja, ich muss jetzt gehen. Und Alex fragte mich noch, alles okay, Sebastian und so. Ich sage, ja. Bei mir war es immer so, wenn ich mich immer überdosiert hatte, manchmal, ob das mit Koks war oder ob Crystal und wir hier auch beim Opium, wollte ich alleine sein und bin aus der Wohnung raus und erst mal gelaufen und ja, bin dann zur S-Bahn, weil ich nach Hause wollte. Und konnte, wie gesagt, aber die Wirkung noch gar nicht einschätzen. Also ich merkte erstmal nur, dass irgendwas passierte, ja. Und ich werde es gleich nochmal auf die Wirkung dann zu sprechen kommen. Auf jeden Fall fuhr ich zurück mit der S-Bahn und habe
auch schon gemerkt, dass irgendwie, na, mir ging es nicht gut. Mir ging es nicht gut, muss ich sagen. Und hab dann, weiß ich noch, mit dem Handy so gelesen bei Google, was eine Überdosierung von Opium, was das für Symptome hat. Verringerter Herzschlag, bis hin zum Atemkoma. Also man hört auf zu atmen, Herzstillstand, und hab mir da den übelsten Film gestoben in der S-Bahn. Weiß noch, bin dann ausgestiegen, bin nach Haus gelaufen und kurz vor meinem Haus habe ich mich übergeben. Also habe mich total überdosiert gehabt, habe mich übergeben. Das kennen vielleicht auch viele, die Heroinkonsumenten sind, dass wenn man sich wirklich überdosiert oder wenn es halt ein ganz starker Stoff ist, dass man dann erstmal kotzen muss. Und konnte, wie gesagt, mit der Wirkung überhaupt nichts anfangen. Bin in mein Bett gegangen, habe mich hingelegt und bin dann irgendwo auch in so eine Art Halbschlaf gefallen und hatte immens krassen Traum, ja. Also ich habe so gesehen, wie so fast wie balinesische Masken vor mir erschienen, solche Monstermasken. Also es war, ich habe später nie wieder so viel Opium geraucht gehabt wie bei diesem ersten Mal. Und ich glaube, das war wirklich ein richtig krasser Opiumtraum. Also es war kein schöner Traum, es war ein Albtraum. Es kamen Masken angeflogen. Ich hatte, habe richtige Fratzen gesehen und bin dann irgendwann auch eingepennt. Ja, und am nächsten Morgen weiß ich es gar nicht mehr. Also, es hat dann eigentlich nicht lange gedauert, dass ich wieder bei Alex war und wieder angefangen habe, ein bisschen Opium zu rauchen. Und dann konnte ich das Feeling schon ein bisschen besser einordnen. Also, um es mal kurz zu machen, ich habe immer früher gedacht, dass Opium, so wie Heroin, dich absolut in die Ecke drückt. Ja, also, dass du da in der Ecke liegst und nur noch sabberst und ja, wie gesagt, gar nicht mehr zurechnungsfähig bist. Das stimmt vielleicht für Heroin. Für Opium ist das komplett was anderes. Also, Opium wirkt sehr aktivierend, erzeugt ein ganz starkes Körpergefühl, gibt ganz viel Energie. Wenn ich dann später, sage ich, meine Konsumpause hatte von ein, 2 Wochen und habe dann wieder Opium geraucht, dann konnte ich, also dann hat man wirklich die Nacht durchgemacht, ja. Also 0,2 Gramm nach einer großen Konsumpause wirkt eigentlich wie von der Wachheit her wie Pep, wie ein Amphetamin. Das Ding ist beim Opium, es kickt halt nicht, ja, es knallt nicht rein, so wie man das von anderen chemischen Drogen kennt. Das flutet langsam an und da besteht einfach auch die Gefahr der Überdosierung. Das werde ich aber in der nächsten Folge machen. Also Überdosierung bei Opium habe ich auch 2, 3 Mal durch. Und also erstens muss man feststellen, dass es irgendwann, wenn man sich dran gewöhnt hat, ja, immensen Spaß macht, mit seinem iranischen Buddy da abzuhängen und ja, den Drachen zu jagen, also Opium zu rauchen. Die Zeit verfliegt, ja, man guckt sich irgendwelche Filme an, man raucht Opium, man trinkt Tee, man isst Datteln dazu. Und also, wie gesagt, Opium erzeugt ein euphorisches Gefühl, ja, erzeugt eine absolute Wachheit. Hab damals auch Sport gemacht, wenn ich Opium geraucht hatte, da konnte ich so 10, 15 Klimmzüge hintereinander machen. Ja, das konnte ich dann, also konnte ich im Clean-Zustand nicht. Also aktiviert halt wirklich absolut auch die Körperkräfte. Das war so die erste Erfahrung, die mich eigentlich total irritiert hatte, weil, wie gesagt, Opium total anders wirkte, als ich das mir vorgestellt hatte. Wirkte halt wirklich also euphorisch, wirkte körperlich also energetisch, man war immens fit. Und ja, also das war so die erste Opiumerfahrung und also wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so weit gehen, weil in der nächsten Folge würde ich dann gerne erzählen, wie es dann bei mir wirklich zum täglichen Konsum kam. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, was Opium kostet. Also Opium wird, also in der Szene, in der ich damals war, nicht grammweise verkauft, sondern es ging immer nur, ja, 10 Gramm gab es immer nur zu kaufen und Standard-Opium kostete halt 15 Euro das Gramm, 150 Euro. Und dann gab es auch Abstufungen. Es gab dann auch pures Opium. Also es war richtig schwarz und knetig und also roch massiv. Das kostete dann 20 bis 25 Gramm, 20 bis 25 Euro das Gramm. Und ja, wenn man da 10 Gramm holt, waren wir halt bei 250 Euro angelangt. Und dann, als ich wirklich in dieser Opiumsucht drin war, habe ich ja 10 Gramm in 2 Wochen weggeraucht. Ja, also es ist ja auch so, Opium eine Droge, ist eine Droge, die, je öfter man sie raucht, immer mehr braucht, um da irgendwas zu empfinden. Und in meiner Hochzeit habe ich
ein bis zwei Gramm pro Tag eigentlich weggedampft, muss man sagen. Ja, also was können wir von der Folge mitnehmen? Opium war von der Wirkung her komplett anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Überhaupt nicht drückend, überhaupt nicht lähmend, sondern aktivierend, euphorisch. Man hat auf dem Zeug Sport gemacht, man hat Musik gemacht. Also wie gesagt, man hat auch Nächte durchgemacht. Wie gesagt, nach 2 Wochen Konsumpause wieder Opium rauchen, konntest du nicht pennen. Also die Wirkung hielt dann schon echt bis 20 Stunden an von 0,2 Gramm. Und ja, Preise 15 bis 20 Euro das Gramm. Und wie gesagt, das Ganze wird verdampft. Und in der nächsten Folge zeige ich euch auch mal, wie ich es dann geraucht habe. Ich bin ja dann beim täglichen Konsum angekommen, zu Hause bei mir alleine. Und zeige auch euch die Utensilien, die ich dazu benutzt habe. Und dann können wir auch über Entzug reden. Weil das ist der Preis, den man beim Opium bezahlt. Es gibt, das war die erste Droge, wo ich einfach auch einen körperlichen Entzug gespürt habe. Das war was ganz Neues für mich. Wie gesagt, wenn du mit Crystal, mit Koks aufhörst, dann hast du zwar eine gewisse Mattheit, aber du machst keinen Opiatentzug durch. Und ja, das war eine neue Erfahrung. Das war letztendlich auch der Punkt, wo ich dann nach, na gut, ich habe 2 Jahre bestimmt Opium geraucht, irgendwann ausgestiegen bin, weil ich hatte keinen Bock mehr auf diesen Entzug, auf diesen Abklatsch. Der ist nämlich wirklich heftig. Über Entzug auf Opium reden wir in der nächsten Folge. Wir reden auch, stellen wir noch 2, 3 Folgen zu dem Thema vor, wie es dann bei mir weitergeht, täglicher Konsum, wo ich auch dann wirklich Sklave dieser Droge geworden bin. Also man kommt, also ich bin halt ein Typ gewesen, der, wenn er konsumiert hat, dann es zum täglichen Konsum kam. Und ja, es einfach auch zur Krücke wurde. Wenn euch ganz spezielle Fragen zu Opium interessieren, auch zu meinem Konsum, wie es wirkt oder einfach Fragen, die mir jetzt gar nicht einfallen, dann schreibt die bitte in die Kommentare. Ich werde mir Mühe geben, die zu beantworten. Und ja, also hoffe, dass ich euch heute so einen kleinen Einblick geben konnte, wie Opium wirkt, was es kostet und wie es aussieht. Werde ja ein paar Bilder noch einblenden. Ja, und freue mich, dass ich es jetzt geschafft habe, nach einem halben Jahr mal die Kamera aufzubauen und euch ein bisschen was über Opium zu erzählen. Wie gesagt, falls euch mehr interessiert, schreibt es in die Kommentare. 17 Minuten habe ich jetzt gequatscht. Ich wünsche euch ja ein schönes Osterfest. Das sind wir jetzt gerade. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out. Bis später.